Servus und willkommen beim Oberpfalz-Echo-Podcast. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich Schwester Gabriela Zinkel aus Floss, die heute in einem Kloster in Jerusalem lebt? Herzlich willkommen, Gabi. Gabi, wo erreiche ich dich gerade? Ich bin in Jerusalem, Hauptstadt Israels, im Kloster der Borromäerinnen in St. Charles. Und genauer, wir haben ein Gäste- und Pilgerhaus, das aber durch die aktuelle Situation seit März 2020 keine Gäste mehr hat, weil der Flughafen ist gesperrt und wir haben keine Einnahmen. Aber wir hoffen, dass wir das jetzt irgendwie schaffen und dass bald wieder Gäste einreisen dürfen. Okay, über die Corona-Situation werden wir noch zu sprechen kommen. Kannst du vielleicht zunächst mal kurz beschreiben, was macht denn euer Orden so, was macht denn aus, was macht ihr da ganz konkret in Jerusalem? Ja, ich bin Ordensschwester eigentlich seit 2015, 2016. Also ich bin relativ spät eingetreten und habe vorher Theologie studiert, in Kirchenrecht promoviert, an der Uni Regensburg gearbeitet und auch bei der Diözese Regensburg. Und heute als Ordensschwester, ich bin in Deutschland dann eingetreten, aber ich bin relativ schnell hierher nach Jerusalem in unsere Zweigstelle sozusagen versetzt worden, was natürlich für mich als Theologin ganz eine große Bereicherung ist, da in Jerusalem wohnen und leben zu dürfen. Und erst einmal, also in den Anfangsjahren im Orden, bin ich Mädchen für alles und bin ich auch nach wie vor gerne. Also ich helfe, wo ich kann, mit an den verschiedenen Stellen im Gästebetrieb, an der Rezeption, im Speisesaal, wenn irgendwo Bedarf ist im Garten. Generell, wir haben einen Kindergarten für 140 palästinensische Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren. Und die lernen im Kindergarten ihre Muttersprache Arabisch und dann die Fremdsprachen Englisch und Deutsch. Und zusammen mit einer anderen Mitschwester bin ich mitverantwortlich für den Deutschunterricht. Genau, also ich bin eigentlich jetzt, unser Kindergarten hat wieder geöffnet nach den Lockdowns. Da in der Übergangszeit haben wir immer per jeden Tag, Werktag per YouTube-Video Unterricht gehabt in den jeweiligen Sprachen oder Fächern. Also wir haben in Deutsch auch jeden Tag unsere YouTube-Kurzvideos gemacht und die Kinder haben dann Hausaufgaben zurückgeschickt. Und jetzt ist endlich wieder normaler Betrieb im Kindergarten und wir haben die Kinder da und wir haben jetzt das Lied, das wir aktuell gelernt haben, ist also zum Beispiel so Hoppelhase Hans, genau. Okay. Das ist momentan so mein Stoff als Deutschlehrerin und ansonsten bin ich dann auch noch unterrichte Kirchenrecht für Theologiestudenten an einer kirchlichen Hochschule hier in Jerusalem und da bin ich immer so einen oder zwei Tage in der Woche als Professorin dort, genau. Also an allen möglichen Ecken und Enden eingesetzt, was aber sehr, sehr viel Spaß macht. Okay. Habt ihr dann einen festen Tagesablauf? Gibt es da so feste Rituale oder bist du, weil du ja da recht vielfältig unterwegs bist, irgendwie je nachdem, wie es gerade passt? Also unsere Grundstruktur in der Ordensgemeinschaft ist also für alle Schwestern wirklich so die Basis des Tages. Also das heißt, also der erste Tagesordnungspunkt ist bei uns jetzt zurzeit um 6 Uhr Morgengebet für alle in der Gemeinschaft, in der Kapelle. Wir sind hier 8 Schwestern in unserer Niederlassung. Das heißt, wir singen das Morgengebet, Stundengebet, Laudes heißt es. Und oder so Morgenlob. Und unsere Sprache im Orden ist Deutsch. Das heißt, wir hier in Jerusalem, wir sind aus verschiedenen Ländern, aus Deutschland, Rumänien, Palästina, aber unsere Grundsprache ist, wir unterhalten uns normalerweise auf Deutsch. Hier im Orden, wir beten auf Deutsch.
Und ja, dann danach ist Gottesdienst 6.45 Uhr, dann ist Frühstück im Schweigen und dann ist auch schon eigentlich ziemlich schnell 8 Uhr und dann geht's schon los. Also ist schon die erste Stunde im Kindergarten. Dann, und jede Schwester geht in den Bereich, wo sie ist, also Rezeption, Speisesaal, Küche, Wäscherei, Kindergarten oder sonst irgendwas, oder Gartenarbeit auch. Und dann um 12 Uhr Mittagessen, anschließend kurze Gebetszeit, dann vielleicht zur Ruhepause am Nachmittag, halbe Stunde, dann geht man wieder an seine Aufgaben. Und dann ist um 17 Uhr bis 18 Uhr wieder Gebetszeit in der Gemeinschaft und 18 Uhr Abendessen, dann nicht im Schweigen, sondern mit Sprechen und Unterhalten und Austauschen. Und anschließend nach dem Abendessen ist dann nochmal der Tagesabschluss mit Gebetszeit. Komplett heißt es dann, also da ist dann der Tag komplett, ist die letzte Gebetszeit. Und normalerweise ist dann eigentlich nach dem Abendgebet geht man dann ins Schweigen. Aber bei uns im Gästehaus ist das ein bisschen anders. Wir haben ja normalerweise dann Gästegruppen beim Abendessen und ist dann was los. Das heißt, bei uns ist jetzt abends im Konvent eher nicht das Schweigen, sondern wir haben dann auch nochmal Aufgaben nach dem Abendgebet. Und wir haben normalerweise auch Volontäre im Haus, plus jetzt seit einem Jahr kann ja keiner mehr einreisen, aber normalerweise helfen uns Volontäre. So für ein Jahr kann man als Abiturient sich bei uns bewerben und so ein Jahr so eine Art Zivildienst machen bei uns. Und wir haben aber auch andere, also Volontäre für 2 oder 3 Monate, die uns in allen Bereichen, so im Gästehaus oder im Kindergarten, unterstützen. Genau. Okay, und Schweigen ist natürlich gut, dass das nicht zwingend ist, weil sonst wäre der Podcast auch schwierig heute Abend. Ja, genau. Schweigend. Also, ja, für wichtige Sachen ist das dann immer aufgehoben. Und ich bin jetzt in keinem Schweigeorden, also das gibt's natürlich auch. Das sind wesentlich strengere Ordensgemeinschaften, die sind deutlich mehr im Gebet und so, aber wir sind ein aktiver Orden. Also unsere Aufgabe als Borromäerinnen, barmherzige Schwestern vom heiligen Karl Borromäus, also wir wollen uns kümmern um Kranke, Alte, Bedürftige, zur Pflege, viele von uns sind Krankenschwestern oder so. Unsere Ursprünge sind eigentlich bei der Pflege von Pestkranken in Nancy in Frankreich. Und ein anderer großer Bereich bei uns ist Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Genau. Und wir hier haben eben auch noch dieses Gästehaus, aber das heißt Deutsches Hospiz St. Charles. Und das hat eigentlich auch begonnen als Alten- und Pflegeheim vor über 130 Jahren. Aber heute Gästehaus. Okay. Wie machst du das sprachlich, wenn du Deutschunterricht gibst? Kannst du Arabisch oder Hebräisch? Oder geht das Deutsch-Englisch? Wie ist das geregelt? Ich habe, hier in unser Haus, wir sind in West-Jerusalem, in der German Colony oder deutsche Kolonie. Das haben nämlich vor 140 Jahren haben das deutsche Siedler gegründet, das Viertel. Und heute leben aber da fast keine Deutschen mehr, aber wohl sehr wohl Israelis, deren Vorfahren aus Deutschland stammen. Also hier wird man immer wieder mal auf Deutsch angesprochen oder wenn ich zur Post gehe oder so, freuen sich die Älteren wirklich absolut. Die wissen, wir sind ja bekannt hier, dass wir die deutschsprachigen Schwestern sind und die reden dann ein bisschen kurz mit uns auf Deutsch, weiß das nur von ihren Eltern oder die älteren Leute, weil das oft deutsche Holocaust-Überlebende sind oder Nachkommen von denen, die reden dann Deutsch mit uns. Ich habe hier am Anfang einen Hebräischkurs gemacht und ich kann also so minimale Grundkenntnisse Hebräisch. Bin seitdem dann nicht mehr so dazu gekommen. Im Kindergarten, ja, bei uns der Deutschunterricht ist eigentlich vorwiegend auf Deutsch. Und ich kann ein bisschen Arabisch, aber eigentlich klappt das ganz gut in Deutsch. Genau.
funktioniert ganz gut. Und vor allem die Kinder, also sind so im Alter von 3 bis 5 Jahren, die kommen unheimlich schnell rein. Also ja, nicht zuletzt da die Sendung mit der Maus oder sowas schauen wir auch manchmal bei uns. Also weil man oft so sagt, ja, so Kindergartenalter soll man da schon so Sprachen lernen. Also wir haben die besten Erfahrungen damit und hier Jerusalem ist sowieso Stadt mit vielen Sprachen. Alle Straßenschilder, Ortsschilder sind dreisprachig. Ja, das steht immer dort also ein Schild zur Autobahn oder ein Straßenschild. Das steht dort in Hebräisch, in Arabisch und in Englisch. Und im Idealfall, wenn man hier wohnt, kann man eigentlich alle drei Sprachen. Und auch die Eltern von den Kindern kennen normalerweise auch Hebräisch und Arabisch, genau. Okay. Ja, interessant. Man muss vielleicht dazu sagen, zum Ganzen, wir sind ja vor Jahrzehnten, möchte ich sagen, mal miteinander in die Schule gegangen, in Neustadt. Dass jetzt Religion so dein Lieblingsfach war, das war jetzt nicht so ein Geheimnis, aber dass du tatsächlich mal im Kloster landest, das war mir jedenfalls nicht so ganz klar. Das Erste, was ich jetzt heute wieder geschaut habe, ist dein Ordensname. Und der ist ja fast dein Vorname. Habe ich mir gedacht, okay, also gibt keinen Ordensnamen. Sehe ich das falsch? Oder habt ihr keine Ordensnamen? Oder ist das zufälligerweise gerade identisch mit deinem richtigen Namen? Genau, also in meinem Fall ist es, glaube ich, eher zufälliger. Also normalerweise, wenn man in einen Orden eintritt, also so einen neuen Lebensabschnitt beginnt, wie wenn man heiratet oder so, dann entscheidet man sich da auch, dass man einen neuen Vornamen nimmt, einfach wirklich so, um das Neue zu markieren. So diese neue Lebensentscheidung und also diese Hingabe für Christus und für die Kirche. Jetzt in meinem Fall, ich war jetzt ja keine 17 mehr, und ja, ich habe einfach nur einen Buchstaben gewechselt, also vorher Gabriele oder Gabi und jetzt halt eben Schwester Gabriela, aber es ist noch was anderes dazugekommen, also als Ordensfrauen, zumindest in unserer Gemeinschaft. Wir haben alle nur so ein M vorm Namen, also Schwester M. Gabriela. Und es steht an sich für Maria, ja, Schwester Maria Gabriela. Manche sprechen das aus, manche schreiben es bloß. Ich mache es dabei, wenn ich irgendwas unterschreibe, schreibe ich einmal Schwester M. Gabriela. Das hat so den Hintergrund, dass wir wirklich so dieses Ja haben, wie Maria das gesagt hat, also dass sie da aus dem Nichts Jesus empfängt und wie soll das jetzt alles werden, was soll alles mit mir geschehen? Vor dem Hintergrund geben wir also unser Ja. Also wir sind berufen von Gott und wohin er uns auch schickt, das machen wir mit. Und daran erinnert uns das kleine M. Man kann sich heutzutage normalerweise den Namen in Absprache mit den Oberen aussuchen oder man kann so eine Wunschliste machen von Namen und die entscheiden dann, was zu einem passt. Genau. Ich finde das ganz gut mit dem Namen, weil es ist nun mal was anderes und bei mir ist ja also rein äußerlich. Es gibt da halt auch verschiedene Ordensgemeinschaften, dass man eher ganz normal ist, also mit seiner normalen Kleidung. Aber ich fand es sehr zeichenhaft, wirklich als Ordensfrau auch sichtbar zu sein, eben mit so einem Schleier und mit einem Kleid, mit einem Anhänger, einfach so für jeden sichtbar, dass ich das mache. Und hier in Jerusalem ist es nicht immer so leicht mit dem Ordenskleid. Also ich kann in bestimmte Stadtviertel gehe ich lieber nicht, weil da ist die Gefahr, dass ich da vielleicht bespuckt werde oder schlecht angesprochen werde oder vertrieben werde, weil wir hier sind als Christen in der Minderheit. Und bei sehr, sehr strengen religiösen Juden, die aber hier wirklich einen kleinen Teil ausmachen, so als Christen, die reagieren sehr, sehr aggressiv auf uns als Christen. Und bei uns als Ordensfrauen oder als bei einem Priester, wenn der in der klassischen
Priesterkleidung ist, dann erkennen die das sofort und dann wollen die uns am besten vertreiben oder bespucken oder schimpfen auf uns so ungefähr. Genau. Okay, aber da haltst du dann fern aus solchen Vierteln und in dem Eck, wo ihr seid, ist das quasi kein Thema. Nein, in unserem Eck und im Großteil von der Stadt Jerusalem und auch in Israel ist das alles überhaupt kein Thema. Ich bin heute mit der Mitschwester im Auto durch so ein orthodoxes Stadtviertel gefahren, aber ich war ja im Auto. Und die haben das dann gar nicht so wahrgenommen, aber ich habe mir dann nur gedacht, weil ich habe das so als Abkürzungsweg genommen, habe mir gedacht, zu Fuß kann ich das jetzt nicht machen. Aber im Auto relativ unerkannt, da ging das dann. Genau. Okay. Hast du Jerusalem ausgesucht? Oder war das eher der Orden und dann zufällig Jerusalem als Außenstelle von dem Orden? Oder wie ist das gegangen? Genau, das war eher so, weil du das zuletzt gesagt hast. Also erst einmal, ja, wie bin ich jetzt auf den Orden gekommen? Also das war jetzt auch für mich nicht so naheliegend, dass ich jemals Ordensschwester werde. Ja. Ich war eher so sehr stark unterwegs, auch schon in der Schule, Frauen und Kirche. Ja, ich war Ministrantin und das war dann eher so meine Linie, wirklich so, ich war sehr begeistert von Kirche und von dem ganzen sozialen Auftrag und einfach wirklich von der Grundbotschaft Christi, also absolut, und so dem Nächsten zu helfen, dieser christliche Hintergrund, das war sehr, sehr überzeugend, aber wirklich nicht als Ordensschwester, ne? Das waren für mich eher so graue Mäuse. Das hat sich aber durch einen Besuch zufällig in Jerusalem total geändert. Ich war nämlich als Gast hier in diesem Gästehaus bei den Schwestern hier im Dezember 2013 und da war ich von deren ganzen Miteinander, von deren liebevollem Umgang, auch weil die das Gästehaus hier führen und so ganz, ganz normal sind, da war ich absolut fasziniert. Und dann ging das los, dass mir das wirklich nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist und ich alles nochmal überlegt habe und ich habe mich da innerlich total gewehrt. Ich fand das erst einmal völlig irrealistisch und unsinnig. Das hatte ich so nicht im Plan. Aber das war dann letztlich einfach wesentlich deutlicher, dass ich wirklich so nicht bloß immer so die schönen Worte vom Sonntagsgottesdienst höre, sondern da wirklich mich selber auf den Weg mache und das, was Jesus uns so sagt, wirklich deutlicher umsetzt und so der Botschaft des Evangeliums so gerechter wird. Ich war ja damals schon im kirchlichen Dienst und war voll begeistert für die Diözese Regensburg, aber das mit den Ordensschwestern war dann auf einmal nochmal wesentlich stärker. Auch wenn das so, für mein ganzes Umfeld und Freundeskreis und Familie war das erst einmal sehr, sehr schwer. Auch für viele Priester und für manche im kirchlichen Bereich, die haben das überhaupt nicht verstanden. Ja, was willst du im Kloster? Ja, aber jetzt sind es doch schon 2015, genau, sind es doch schon 6 Jahre dann im August. Und ich bereue das keine einzige Minute. Natürlich gibt es auch schwere Tage, aber der gibt es jetzt in jeder Lebensform. Ja, dass man von irgendwas genervt ist, dass irgendwas nicht klappt. Aber wir richten uns einfach nur mal ganz anders aus. Und auch durch die Gebetszeiten, dass wir wirklich sagen, Mensch, jetzt, wenn mir das nicht gelungen ist oder wenn es mir wirklich schlecht geht, wenn ich richtig down bin, dann gibt's da jemanden, der, von dem ich hoffe, dass er mich aufrichtet und dass alles einen deutlichen Sinn hat. Einen Sinn jenseits meiner Vorstellungen. Und wenn man sich dann natürlich noch so, ja, wenn man, ich habe das mit den Kindern im Kindergarten sehr deutlich, also da gibt's
ganz, ganz einfache Erfolgsmeldungen. Also wenn die bei unserem Purzelbaum lernen oder wenn die ja dann auf einmal die ersten Sätze auf Deutsch sagen können oder ihrer Mama ein Lied auf Deutsch vorsingen und die Mama ist voll begeistert und nimmt das auf Video auf, obwohl es kein Wort versteht, aber das Kind kann eine Fremdsprache mit 4, 5, wo die Eltern keine Ahnung haben und wo auch Deutschland trotzdem irgendwie das große Land der Verheißung ist und alle gern deutsche Autos fahren und so dieses Deutschland schon stark herausragt, gerade auch für Israel und Palästina. Oder wenn ein Gast einfach glücklich ist, dass er bei uns so eine Oase hat in dem Trubel der Stadt. Oder wenn man einfach wirklich so Mitmenschlichkeit zeigen kann. Im Abräumen von einem Essensteller bei einem Gast, im Schönmachen eines Gästezimmers. Oder einfach, indem man den fragt, wie war ihr Tag heute, indem man sich Zeit nimmt für die Leute oder auch bei den Kindern, denen zuhört, indem ich die Probleme der Studenten ernst nehme, ihre Schwierigkeiten mit der Familie irgendwo in Sambia oder in New York oder in Hongkong. Da gibt's genauso Probleme in den christlichen Familien wie überall auch. Und wenn die dann gerade diese Theologiestudenten, die alle mal Ordensleute und Priester werden wollen, wenn die da Ordensschwester aus Deutschland um Rat fragen, die ihnen durchaus mit einer gewissen Erfahrung auch aus der Tätigkeit im Bistum manches erleichtern kann, dann ist es schon eigentlich ein großer Erfolg. Aber das kann ich natürlich alles nicht erleuchten, weil ich so super toll bin, sondern einfach einmal, weil ich gewisse Talente mitbekommen habe, also auch durch meine Eltern studieren konnte, am Gymnasium Neustadt schon eine tolle Schule hatte und da im Orden auch vieles davon einsetzen kann. Okay, also es war schon, du hast es in Jerusalem in diesem Orden erlebt und wolltest dann auch da hin. Nein, so war das nicht. Wir sind jetzt eine Ordensgemeinschaft mit vielen Niederlassungen, also in Deutschland, aber wir sind eher in Norddeutschland im Sauerland oder im Allgäu bei Sonthofen oder in Rumänien, also in anderen Ländern Frankreich, Polen, Tschechien, Österreich. Aber unsere Gemeinschaft ist vor über 130 Jahren in Orient gegangen und hat seitdem noch Niederlassungen in Ägypten und in Israel. Und ich habe die Barmerinnen in Jerusalem kennengelernt, aber für mich war klar, kann man sich jetzt nicht aussuchen, dass ich jetzt da wieder hin möchte, sondern ich bin eingetreten mit der Bereitschaft, dass mich der überall hinversetzen können, wo es jetzt unsere Ordensgemeinschaft gibt. Und das ist dann schön, dass ich nach Jerusalem gekommen bin. Aber wenn jetzt unser Generaloberin, also das ist unsere oberste Chefin, wenn der jetzt morgen zu mir sagt, ich schicke sie nach Rumänien oder ich schicke sie in unsere Niederlassung nach Kairo, dann sage ich da gerne ja, weil überall, wo es Mitschwestern von uns gibt, gibt es auch wichtige Aufgaben und gute Gemeinschaft, da bin ich sicher. Und ich bin mit dem Hintergrund eingetreten, da wo die mich brauchen und einsetzen möchten, da gehe ich hin. Genau. Okay, weil das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Bleibst du dann ewig in Jerusalem? Also Antwort ist quasi vielleicht. Genau, oder wahrscheinlich. Oder? Das weiß ich jetzt nicht. Also das liegt so in der Entscheidung der Oberen. Okay, aber du bleibst dann auf ewig in dem Orden. Kann man das sagen? Genau, ja. Ich habe jetzt noch nicht, es gibt so verschiedene Stufen nach dem Ordenseintritt. Zuerst lebt man so mit, einige Monate oder ein Jahr kann man so mitleben
Und dann ist der nächste Schritt, dass man eingekleidet wird. Also man kriegt dann Ordenskleid, Ordensschleier, neuen Ordensnamen. Aber also in unserem Fall jetzt bei den Frauen kriegt man einen weißen Schleier. Also wenn sie irgendwo einen Gehmann, eine Schwester mit so weißem Schleier sehen, das sind ganz oft die Neulinge, die Novizinnen. Dann ist man für 1 oder 2 Jahre, je nach Gemeinschaft, ist man Neuling, lernt man das Leben kennen, die Regeln der Gemeinschaft, Einführung in die Gebetszeiten. Und dann nach 2 Jahren bindet man sich erst einmal immer für 1 Jahr vorläufig an diese Gemeinschaft und ihre Regeln. Und erst so nach 5, 6 Jahren, je nach Gemeinschaft ungefähr, ist es verschieden, dann legt man die ewigen Gelübde oder das ewige Versprechen ab, vergleichbar mit so einem Eheversprechen, dass man sich wirklich lebenslang an die Führung durch Christus in dieser bestimmten Gemeinschaft bindet. Genau. Und ich bin noch, also ich bin da noch auf dem Weg. Ich habe noch keine ewigen Gelübde. Dauert noch. Okay. Bin ich noch zu neu dabei. Genau. Aber ich habe das an sich vor. Okay, jawohl, verstehe. Kriegst du von außerhalb des Klosters, kriegt ihr da viel mit? Seid ihr da verwoben irgendwie in dem Ort, wo ihr lebt? Ich meine, durch den Kindergarten natürlich irgendwo und durch sowas, oder ist das trotzdem eher ein klösterliches Leben, das sich innen abspielt, was vereinzelt irgendwelche Punkte gibt, wo man Genau, nach also außen, sage ich mal, kommt? ja, also bei uns in der Ordensgemeinschaft, weil wir so also aktiv tätiger Orden sind unter den Menschen, kriegen wir das an unseren Wirkungsfeldern natürlich 1:1 mit. Und bei uns einmal ganz deutlich durch den Kindergarten. Also da haben wir hier wirklich kriegen wir genau mit, was so in der Gesellschaft läuft, die Schwierigkeiten bei den Eltern, jetzt zum Teil die Arbeitslosigkeit durch die Corona-Krise. Ja, also jetzt ja, die ganze Zeit über. Wir kriegen einfach auch die soziale Problematik dann mit. Ja, oder also wir haben größtenteils muslimische Kinder im Kindergarten. Und so einen kleinen Teil christliche Kinder. Und unser Hintergrund ist, dass wir die wirklich so zu Toleranz und religiösen Miteinander erziehen wollen. Und gerade auch für die muslimischen Kinder, für ihre Familien, sind mir Ordensfrauen erst einmal auch Aliens. Ja, wir kommen in der Bezugswelt nicht so vor. Das andere ist aber, hier im Heiligen Land haben seit über 100 Jahren die Christen sehr, sehr gute Schulen und Bildungseinrichtungen. Also vor allem die Ordensleute, die Franziskaner oder auch. Unser Kindergarten ist über 100 Jahre alt. Und wir hatten auch früher, waren wir an der Deutschen Schmidt-Schule in Jerusalem, wo man das Abitur machen kann. Also die Christen hier sind bis heute für gute Bildung bekannt. Und das ist auch so ein Aushängeschild für unseren Kindergarten. Und ich finde es ja richtig gut, dass also gerade die palästinensischen Familien uns durch diese Bildungsbiografie ihrer Kinder als relativ aufgeschlossen wahrnehmen. Und das andere ist natürlich, wir leben hier ganz normal in der Gesellschaft. Das heißt, wir haben also in unserem Konvent, wir alle Schwestern, wir haben Handys, wir haben ein großes Haus, großes Gelände, wir müssen uns auch gegenseitig irgendwie erreichen. Ja, Ja. unser Gästehaus hat natürlich Wi-Fi, vollkommen klar. Ich habe ein Notebook für die Arbeit im Kindergarten mit den Videos, für die Vorlesungen mit den Studenten. Genau, also wir lesen natürlich ganz regelmäßig, also eigentlich jeden Tag, die israelischen Nachrichten, die palästinensischen Nachrichten, was da so passiert, wenn die Grenzen geöffnet werden oder nicht. Und natürlich die ganzen Corona-Vorschriften, wo es jetzt alles so ist, wenn wir genauso up to date sein immer. Ja, du hast gerade schon gesagt, du findest Jerusalem sehr bereichernd, vor allem weil es historisch so bedeutend ist.
Und dazu passen quasi, wie gefällt es dir eigentlich ganz, ganz konkret vor Ort? Also wie findest du die Stadt jetzt als, ja, ich hätte schon fast gesagt, aus touristischer Sicht oder da zu wohnen? Wie ist das so? Ja, also erst einmal, ich kann mich noch von so früher, also oder so vor 2015, ich kann mich nur erinnern, da hat es im Fernsehen irgendwie so ein Format gegeben bei den Privatsenden, irgend sowas mit Auswandern oder so. Ne? Gibt es noch? Wie heißt denn die Sendung? Gibt es glaube ich so. Ich bin da ganz schlecht bei sowas. Ja, also und weil, weil ich dann also versetzt worden bin nach Jerusalem und dann haben welche also aus dem Freundeskreis zu mir gesagt, ja, du bist jetzt ja also ein Auswanderer, ne? Und also da war ich erst einmal so geschockt, weil ich habe das nicht so gesehen, dass ich da jetzt so einen Plan habe und auswandere. Also für mich ist das, ich bin halt jetzt zufällig nach Jerusalem versetzt worden, ja. Ich bin da nicht hergegangen, um da irgendwas Neues zu gründen oder weil ich da frustriert war in Deutschland. Ich habe nach wie vor meinen deutschen Pass und also gehe natürlich in Urlaub nach Deutschland, in die Oberpfalz, das ist vollkommen klar. Da in Jerusalem, also das ist natürlich für mich als Theologin und als Christin ein echtes Highlight, dass man da leben darf. Und ja, einfach mal so, jetzt zum Beispiel in der Karwoche oder an Ostern, da wirklich vorbeischauen kann, ne, wo es alle so immer im Evangelium dann hören oder so in den Gottesdiensten in der Karwoche und an Ostern oder in der Passionserzählung am Palmsonntag, das können wir da wirklich alles live anschauen. Und das sind noch, ja, also von den Orten her ist das alles wirklich noch moderner, so, also nicht mehr so, wie das vor 2000 Jahren war, aber das sind nur die ganzen örtlichen Gegebenheiten, die Berge und Hügel, Ölberg und sowas, das ist alles nach wie vor da. Das kannst du nicht abtragen. Ölberg ist Ölberg und da ist Jesus am Palmesel gekommen, genau. Und eine Grabeskirche oder sowas, das ist auch für mich vor ein, zwei Wochen jetzt sehr, sehr berührend, dass man da wirklich sein darf. Andererseits, wir wohnen hier ganz normal in Jerusalem, wie in der Stadt, wie alle anderen Leute auch. Wir denken nicht jede Minute dran, dass das die Stadt unseres Herrn ist, die Stadt Jesu Christi. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir unsere Steuern bezahlen können, als Gästehaus, oder dass wir uns arrangieren können mit dem Staat Israel als Fremde und als Christen, dass wir unser Aufenthaltsvisum wieder verlängert kriegen. Und ja, zurzeit ist wesentlich leerer in Jerusalem und in Bethlehem und sonst wo, was seine Vor- und Nachteile hat. Aber morgen zum Beispiel ist Nationalfeiertag in Israel. Das heißt, heute hängen schon überall die weiß-blauen Flaggen. Ja. Das ist übrigens auch was. Also ich komme ja aus Bayern. Ich bin in Bayern. Weiß-blaue Flagge, Israel, gleiche weiß-blaue Töne. Also das hat schon immer ein bisschen was heimatlich. Und jetzt heute zum Beispiel hängen auf ganz vielen Plätzen schon solche, wie bei uns beim Bürgerfest oder so, hängen da so bunte Fahnerln überall, so weiß-blaue Fahnerl. Das hat ein bisschen was von Bayern. Und eine Mitschwester von mir, Schwester Aurelia in der Küche, der kann inzwischen super gute Brezen backen. Also von daher habe ich da schon oft so einen bayerischen Heimatabend, wo also Brezen und sowas sind mir sehr, sehr abgegangen. Und wenn ich dann heimgefahren bin in Urlaub, das erste war dann so München am Flughafen, Brezen. Und das hat jetzt Schwester Aurelia ein bisschen so aufgefangen, genau. Weil ich war vor 2 Jahren das letzte Mal im Urlaub. Letztes Jahr sind alle unsere Urlaubsflüge natürlich storniert worden und war keine Ausreise möglich. Ja. Jetzt haben wir ja immer noch Corona. Wie ist denn die Covid-Situation bei euch? Israel ist ja recht flott und vorne dran, was so Impfungen und sowas betrifft, merkt ihr das auch? Wie äußert sich das im Täglichen? Ja,
Also, wir sind da zwar hier mit Aufenthaltsvisum, also wir sind keine israelischen Staatsbürger, sondern wenn immer ein Visum beantragen, einjährlich oder zweijährlich. Und das heißt, wir sind eigentlich nur in Deutschland krankenversichert und sind hier so unter Sonderbedingungen durch die gute Betreuung einer Hausärztin von uns, sind wir jetzt so mit besonderen Konditionen in einer israelischen Krankenkasse. Und dadurch hatten wir auch die Möglichkeit für die Impfung. Also alle Schwestern bei uns sind geimpft. Wir haben die zweite Impfung mit dem Impfstoff von BioNTech seit Anfang März. Genau, ohne Probleme. Und das ging ganz, ganz einfach. Und auch und unsere älteren Schwestern, die über 90 sind, die sind schon, haben im Januar schon die erste Impfung gekriegt. Und ich habe den Eindruck, dass momentan die meisten Leute in Israel geimpft sind. Es gibt deutlich weniger Infektionen. Und mittlerweile haben wieder alle Läden geöffnet. Die Fieberthermometer sind weg, die Hygel-Spender sind weg. Auch bei uns im Kindergarten wir müssen kein Fieber messen mehr diese Woche wenn die Kinder kommen. Und es ist alles deutlich entspannter. Und also es ist nur noch das Tragen von Schutzmaske, aber daran hat man sich jetzt ja nach einem Jahr gewöhnt. Und dadurch, dass man sich wieder normaler bewegen kann, alle Sachen haben eigentlich geöffnet, die Freizeitparks haben geöffnet, die Restaurants haben geöffnet. Es ist ein deutliches Aufatmen und ja, ich wünsche, dass es in Deutschland auch bald so geht. Man darf bei den ganz natürlich nicht vergessen, Israel ist ungefähr so groß wie Bayern. Ja, also so ungefähr 9 Millionen Einwohner. Das kann ich natürlich besser überschauen und schneller impfen. Ja, hoffen wir, dass wir auch bald so weit kommen. Du bist ja jetzt zweifach von außen, hätte ich jetzt praktisch gesagt. Die Frage ist von außen betrachtet. Du lebst außerhalb Deutschlands, kannst so auf die Oberpfalz blicken, Ja. einfach vor der räumlichen Entfernung, aber quasi auch so, du bist ja weg vom weltlichen Leben oder zumindest ein Stück weit weg davon. Wie siehst du die Oberpfalz oder jetzt die Nordoberpfalz so? Mit dem Abstand, auch zeitlichen Abstand, sagst du, was vor 2 Jahren das letzte Mal da. Hat sich da der Blick vielleicht ein bisschen verändert? Ich meine, wir sitzen da so drin und sehen immer bloß unsere Innensicht, gell? Ich war schon, also ich habe natürlich nur ganz normal, also Familie, Freunde, Verwandte in der nördlichen Oberpfalz, gerade im Landkreis Neustadt, Stadt Weiden und so, oder Regensburg vom Studium her. Und ich war relativ, also geschockt, dass zum Beispiel der Landkreis Tirschenreuth echt so ein Corona-Hotspot war. Ja, wochenlang, also ich habe da eine Freundin in Tirschenreuth, Kindergartenleiterin, die kennt auch unseren Kindergarten und wir schreiben uns dann oft. Und also ich habe das gar nicht fassen können, warum jetzt genau das Eck? Oder ich lese jetzt nicht jeden Tag die deutschen Nachrichten, aber so ein, zweimal in der Woche vielleicht. Und dann schaue ich natürlich jetzt also immer ganz ganz konkret, was ist da so? Ich interessiere mich nach wie vor, ja, was machen auch die politischen Parteien? Oder in Neustadt, als unser Schulkollege, der Armin Eichinger, kandidiert hat zum Bürgermeister, habe ich da natürlich verfolgt. Oder auch so von meinen Eltern her, wo es in der Stadt Weiden so ist. Ja, jetzt zum Beispiel bin ich immer noch ein bisschen fassungslos, dass es den Härti nicht mehr gibt und dass da, ja, also das kann ich mir gar nicht so recht vorstellen und finde ich echt so ein Verlust, dass da nicht mehr so ein Kaufhaus gibt, ne? Das war irgendwie schon so eine zuverlässige Anlaufstelle. Und das, also solche Sachen finde ich ein bisschen schade auch. Andererseits freut es mich, wenn wirklich also innovative Unternehmen in der
einst abgehängten Nordoberpfalz da Fuß fassen und je nachdem, also so, ich schaue Ende in den Zeitungen oder auf den Homepages, interessiere mich gerade solche Berichte auch. Also ich sehe jetzt nie die Oberpfalz überhaupt nicht auf dem Abstellgleis, also sondern eher wirklich eine Vorzeigeregion in Bayern. Und genau, ich habe auch den Eindruck, dass eigentlich das mit Covid, Corona war da gut im Griff. Und ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass jetzt die Wirtschaft da am Boden liegt, sondern dass, weil es halt so ist, dass viele Unternehmer mit findigen Ideen da die Zeit überbrückt haben und wir kriegen das schon hin. Ich fühle mich, also ich bin nach wie vor Oberpfälzerin, kein Thema. So ist ja gut, das hört man auch, freut mich. Jawohl. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Frau und Kirche. Das ist ja nicht immer ganz so einfach. Jetzt warst du ja auch beim Frauenbund Vorsitzende, wenn ich es richtig recherchiert habe. Ist ja jetzt so, dass die katholische Kirche Frauen von wichtigen Ämtern quasi ausschließt. Wie siehst du das? Ist das ein Problem? Ist das so? Was kann man da machen? Bleibt das auf Ewigkeit so? Ja, also ich habe jetzt als Ordensfrau mein Grundengagement für Frau in der Kirche nicht an der Garderobe abgegeben. Also ich habe schon die Einstellung nach wie vor und dass wirklich die Frauen nicht so die Arbeitssklavinnen sein sollten in der Kirche und Ordensschwestern schon dreimal nicht, sondern wenn die Kirche wirklich überzeugend und glaubwürdig sein will, dann muss er eigentlich für alle Menschen diesen Sinn Jesu vermitteln und nicht irgendjemand ausschließen oder an den Rand drängen und dann wieder schön brav sagen, ja, wir kümmern uns um die Ausgegrenzten. Ja, das ist für mich ein Widerspruch. Ich jetzt ganz konkret als Ordensfrau habe auch hier in Jerusalem überhaupt nicht das Gefühl, dass wir da so Randexistenzen sind, sondern wir machen wirklich sehr viel, gerade in den Bereich Bildung und Erziehung. Ich arbeite aber nach wie vor dran und bete auch dafür, dass die Frauen in der Kirche, so wie alle Getauften im Volk Gottes, wirklich diese Anerkennung, die sie eigentlich von Gott her haben, in diesem System Kirche bekommen. Dass das wohl nur ein bisschen dauert, habe ich schon das Gefühl, weil da einfach sehr viel Halsstarriges noch aufzubrechen ist. Aber je mehr wir wirklich davon überzeugen, nicht nur Frauen, dann kann man was ändern. Und ich habe jetzt natürlich auch diese Problematik in Deutschland mitbekommen, Stichwort Diözese Köln und diese ganzen Gutachten und die Missbrauchsfälle. Und ich bin generell dagegen, dass man da irgendwas unter den Tisch kehrt, egal in welchen Bereichen. Und also ich schäme mich eigentlich richtig dafür, wenn ich immer gelesen habe, was da wirklich passiert ist, weil mir tut es sehr, sehr leid, dass Kirche sowas macht und so einen Eindruck vermitteln kann. Aber ich als Ordensfrau momentan möchte alles dafür tun, um diese Kirche glaubwürdig und lebendig zu machen. Und jetzt halt an dem Ort, wo ich momentan eingesetzt bin. Genau. Okay. Als Kontrast dazu eine ganz praktische Frage zum Schluss. Du hast gerade schon gesagt, du bist nur in Deutschland krankenversichert. Kriegt sie eigentlich ein Gehalt oder wie ist das rein sozialversicherungstechnisch und steuerlich und sowas? Wie läuft das? Ja, also ich bin in der deutschen Rentenversicherung nach wie vor und ich war ja also früher voll berufstätig. Und habe da die Rentenpunkte gut geschrieben. Das heißt aber unsere Zentrale, also bei uns im Orden heißt das Mutterhaus in Deutschland, die verwalten das alles. Und ja, also wenn ich habe jetzt
so eine Art Azubi-Gehalt vom Orden, aber das ist eher nur so ordensintern. Also ich kriege jetzt kein Gehalt ausgezahlt. Ich brauche jetzt auch für meinen Lebensstil, ich habe ja Armut auch geluft, brauche ich jetzt keine Kreditkarte, kein Geldbeutel oder so. Wenn wir jetzt irgendwas erledigen wollen oder wenn wir eine Besorgung machen oder bei halt in der Stadt, wir haben was besorgt, dann nehmen wir da natürlich Geld mit. Das kriegen wir dann normalerweise von unserer Hausoberin und kaufen dann das oder Briefmarken bei der Post oder was auch immer. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann, auch ich hätte jetzt mal Lust auf einen Cappuccino oder ich gehe in eine Eisdiele. Das mache ich jetzt normalerweise nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich Armut auch versprochen habe. Und ja, also andere haben nichts zu essen und zu trinken und warum soll ich mir jetzt da einen Cappuccino und einen Kaffee gönnen? Das ist außerdem viel schöner, wenn ich da daheim in der Gemeinschaft trinkt man irgendwas miteinander. Ne? Und dann schauen wir wieder, wie können wir als nächstes in den Bereichen helfen, für die wir zuständig sind. Genau, und dann der Hintergrund ist natürlich auch, dass man da eher rücksichtsvoller mit den Ausgaben und mit dem Geld umgeht. Und natürlich haben wir auch bestimmte Sachen, braucht man jetzt, wenn der Computer kaputt geht oder wenn, ja, wenn irgendwas kaputt wird oder schlecht wird, dann versucht man irgendwie, dass man das mit unseren finanziellen Möglichkeiten einigermaßen ersetzen kann. Und ansonsten, ich habe eben kein Gehalt, sondern also unsere Kinder im Kindergarten zum Beispiel, die zahlen ja die Eltern zahlen einen Jahresbeitrag. Da kriege ich aber auch kein Gehalt als Ordensschwester, sondern ich arbeite da umsonst dort, aber das fließt sozusagen wieder an unsere Gemeinschaft zurück, weil wir uns da das Gehalt für Erzieherin an der Stelle sparen. Na, dann können wir da den Kindern dafür irgendeinen tollen Schrank oder irgendeine tolle Sportmöglichkeit oder irgend sowas bieten. Und nur an der Hochschule, an der ich Kirchenrecht unterrichte, von denen kriege ich ja Grundgehalt, was aber an meine Gemeinschaft dann fließt. Also ich kriege immer am Semesterende so ein Gehalt fürs Semester und das gebe ich aber an die Gemeinschaft ab. Genau. Okay, ja, war ein interessanter Rundumschlag, einmal ums Klosterleben und nach Israel und wieder zurück. Gabi, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und hoffentlich sehen wir uns irgendwann bald auf einem der kommenden Klassentreffen mal wieder. Okay. Ich danke dir. Danke, servus. Servus, Niki, dankeschön. Das war der Oberpfalz Echo Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, abonnier doch am besten gleich unsere Sendung. Servus, bis demnächst. Wir hören uns.